Herzlich willkommen zu meiner Videoreihe, der es ja darum geht, dir Grundkenntnisse im Word 2016 zu vermitteln, damit du in doch leichterer Art und Weise eine vorwissenschaftliche Arbeit, eine VBA, eine Diplomarbeit oder Seminararbeit schreiben kannst. Und in diesem 26. Video möchte ich dann zeigen, wie man eine einzelne Seite von Hochformat auf Querformat umstellen kann, ohne dass sich auch der Rest des Dokuments dann auch umändert, nämlich von Hochformat in Querformat. Und da möchte ich dir das auf einer Seite machen, wo ich schon dieses Bild hier eingefügt habe. Dieses kostenlose Public Domain Bild, diese freie Grafik von Pixabay.com, von diesem Benutzer CD20. Da zeige ich jetzt, wie ich das hier in diesem Dokument mache. Ich habe in einem vorgehenden Video schon gezeigt, wie man mit Grafiken arbeitet im Word. Und jetzt geht es mir nur darum, dass ich diese Seite hier anders darstelle. Und da möchte ich hier einen Teil daraus nehmen. Den breche ich jetzt um. Über Layout gehe ich auf Umbrüche und nehme hier einen neuen Abschnitt, möchte ich machen auf der nächsten Seite, also nächste Seite. Und warum mache ich das? Weil ich die Seitenausrichtung, das heißt Querformat und Hochformat, nur mit Seiten machen kann, die einen eigenen Abschnitt darstellen. Ich kontrolliere das jetzt hier mal, gehe wieder herauf und tatsächlich auf der Seite davor steht hier Abschnittswechsel nächste Seite. Um nochmal zu erinnern, wenn das nicht bei dir steht, dann kannst du schauen, ob das bei dir doch dann der Fall ist, wenn du die Formatierungszeichen einblendest. Also hier dieses umgedrehte P. In einigen vorgehenden Videos habe ich das mehrmals schon erklärt. Jetzt muss also ein neuer Abschnitt beginnen auf dieser Seite und er muss natürlich dann auch hier beendet werden und hier wird es dann auch gezeigt. Das heißt, diese Seite möchte ich hier dann im Querformat darstellen. Und dazu gehe ich dann in dem Fall hier dann auf Layout, auf Ausrichtung und stelle hier jetzt Querformat ein. Und dann wird dieses Querformat von Hochformat auf Querformat verändert. Da siehst du, ich verkleinere das jetzt ein bisschen, dass man ein bisschen Überblick hat. Wenn ich hier weiter scrolle, siehst du dann, dass die vorgehende Seite im Hochformat dargestellt wird und diese Seite wird dann im Querformat gestellt und die nachfolgende Seite wird dann wiederum im Hochformat dargestellt. Also es geht relativ einfach natürlich, wenn man weiß, wie es geht. Danke für die Aufmerksamkeit.